Sagen Sie bitte, als was arbeiten Sie? Als was ich arbeite? Ja. Ja, ich gehe putzen. Putzen? Mhm. Okay. Gut. Sagen Sie bitte, Sachen mit sauber. Okay. Golden? Buchstabieren Sie mal. G. Ein G. O. Ein U. O. O. Olaf. Ach, ein Olaf, ja. Ja. Wir arbeiten an der Börse, ja, deshalb ist es immer laut hier so. Ja, aber laute Musik? Ja, ist Musik doch, auch. Ja, aber es ist doch Börse und keine Diskothek. Machen Sie mal aus da. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Märchenstunde. Tja, ich habe euch wieder einen Trading-Betrüger mitgebracht, der ganz am Ende keine Lust hatte, seine Musik auszuschalten und, naja, lieber weiter Musik gehört hat, als Geld zu verdienen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser neuen Abzocke. Hallo, Herr Stein, schönen guten Tag. Ja, hallo. Peter Pont ist mein Name, bezüglich Ihrer Anmeldung. Es geht um automatische Börsenhandel. Ja. Sagen Sie bitte, bevor wir Handelskonto aktivieren, habe ich einige Fragen an Sie. Wie alt sind Sie? Ich bin 29. 29, haben Sie die Erfahrungen oder noch keine? Tja, im Grunde genommen geht's hier schon komisch los. Denn welcher Anrufer ruft euch an und fragt als allererstes erstmal nach eurem Alter? Tja, und das nächste, was er hier fragen wird, ist auch gleich euer Beruf. Ich meine, was geht die Leute das überhaupt an? Vom Prinzip her überhaupt nichts. Das sind auch Informationen, die man auf keinen Fall an irgendwelche fremden Leute einfach so rausgeben sollte. Ja, weil das Alter spielt keine Rolle. Und ich meine, solange man volljährig ist, ist alles okay. Zumindest, wenn man irgendwelche Geschäfte machen möchte. Und tja, was ihr beruflich macht, warum solltet ihr das wissen? Ich meine, Hauptsache ihr verdient Geld, um investieren zu können, wenn man jetzt irgendwo vernünftig investieren möchte. Aber dann hat es nicht zu interessieren, was man beruflich macht. Das geht eigentlich niemandem was an. Tja, aber die Betrüger wollen wohl jedes Mal sicher gehen, ob da genug Geld zu holen ist und man da eben auch weitermachen kann. Das werden die sicherlich auch irgendwo notieren, wie viel Geld man monatlich verdient. Tja, und der nächste Betrüger, nachdem ihr einen angefangen habt einzuzahlen, der hat diese Informationen dann wieder und kann diese Informationen dann auch verwenden, um noch mehr aus euch rauszuquetschen. Ja, mit 29 hat man schon Erfahrung, ja. Ja, okay, ich meine auf diesem Bereich, ja? Welchen jetzt? Bei dem Handel an der Börse. Nee, an der Börse noch nicht, nee. Keine, so, von unserer Seite bekommen Sie kostenlose Finanzberatung, so bleiben Sie nicht allein. Sagen Sie bitte, als was arbeiten Sie? Als was ich arbeite? Ja. Ja, ich gehe putzen. Putzen? Mhm. Okay. Gut, sagen Sie bitte, Sachen mit welchem, okay. Mit welchem Betrag möchten Sie beginnen? Na, hier in der Werbung, hier ist so eine Werbung, da stand, wenn ich 250 Euro einzahle, dann gibt es da bis zu 2,5 Millionen Euro wieder raus in einer Woche. Also, gewöhnlicherweise, ja, beginnen wir unsere Zusammenarbeit mit 5.000 Euro, ab 5.000, doch Sie waren auf unserer Webseite und haben eine Möglichkeit, mit einem kleinen Betrag das System zu testen, ja, ab 250. Sie haben ja, aber verrückt. Wenn Sie sagen, dass man mit 5.000 noch mehr bekommt, dann nein, nehme ich nein, das. Nein. Jetzt mit nur 250 Euro, Sie können das System testen, probieren Sie alles los, ja? Ja. Okay. Dann werden Sie sehen, erste Erfahrungen, erste Gewinne bekommen, ja, bekommen Finanzberater und dann werden Sie mit ihm arbeiten und vielleicht werden Sie später, ja, über größere Investitionen sprechen. Okay, das klingt schnucklig. Machen wir so, ja? Okay, sagen Sie bitte, wie möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Per Karte, oder? Oder gerade mit Bitcoins? PayPal habe ich noch nicht gemacht, das würde ich mal ausprobieren. Wir arbeiten nicht mit PayPal. Ja, Sie können per Mastercard, Visa, die Bank überweisen oder gerade mit Bitcoins machen. Ach so. Ja. Haben Sie eine solche Möglichkeit? Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe so eine Karte. Haben Sie Karte, ja? Mastercard, ja, oder? Weiß ich nicht. Da muss ich mal gucken. Ich habe von meiner Bank sowas mal zugeschickt bekommen. Aber sowas nimmt man ja immer nicht so oft mit den Kreditkarten. Das braucht man ja meistens nur, wenn man in Urlaub fährt, in ein Hotel oder so. Oder, ja. Muss ich mal gucken. Okay.
Bei ihm ist das irgendwie ganz schön laut da. Da ist so, weiß ich nicht, da so komische Geräusche im Hintergrund. Ja, wir sind an der Börse, ja, deshalb haben wir diese Also es ist auch fast bei jedem Betrüger-Callcenter immer wieder das Gleiche. Hauptsache Musik im Hintergrund und Stimmung machen, damit da alle auf Partystimmung sind. Also, ich finde es Wahnsinn. Kein seriöses Unternehmen und erst recht kein seriöses Callcenter würde da die ganze Zeit Musik im Hintergrund laufen haben. Ich meine, klar, wenn man beim Klamottenshoppen ist oder sowas, dann soll das ja die Leute animieren, eben Spaß zu haben, einen tollen Tag zu haben. Ja, aber doch nicht im Callcenter. Da sitzen die Leute zum Arbeiten und sollen im Grunde genommen, klar, Arbeit oder Spaß an der Arbeit haben, aber die übertreiben es hier mit dem Spaß an der Arbeit. Die ganze Zeit Musik, man fühlt sich, als wäre man da in der Diskothek am Telefon gelandet. Ich verstehe es wirklich nicht. Und ich meine, das müsste doch den Betrügern eigentlich auch selbst klar sein, dass das unprofessionell wirkt, wenn man da jedes Mal Musik im Hintergrund hat. Vor allem sind ja auch die Geschmäcker verschieden. Stellt euch mal vor, ihr habt da eine 80-jährige Dame am Telefon, denen ihr jetzt die Cola aus dem Rippen leiern wollt. Und spätestens bei der halben Diskothek da im Hintergrund, da hätte ich doch gar keinen Bock mehr. Ne, also ich meine, nicht jeder steht auf Techno-Musik und was da sonst so manchmal im Hintergrund läuft. Man hat ja da auch die ein oder andere Yala-Yala-Musik mal. Letztendlich soll sich der Kunde wohlfühlen und nicht die Leute da im Callcenter. Tja, aber da das ja alles nur Abzock und Betrug ist, tja, feiern die den ganzen Tag eine Party. Tja, man muss ja irgendwo das Geld auch wieder ausgeben. Fehlt bloß noch der Shampoos und weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall auch schon mal einen Bericht gesehen, dass die in Hotels einquartiert werden und immer so für eine Saison, ein halbes Jahr oder so, bis sie dann das Ding wieder zumachen und dann irgendwann den nächsten Betrug starten. Und die Hotels sehen nach einem halben Jahr aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen, weil die Betrüger da wirklich nur Party und Randale machen. Na gut, dann gucke ich mal nach der Karte. So, was kann man hier alles? So. Da habe ich so eine Karte, ja. Mastercard haben Sie, ja? Ja. Ja, okay, dann können wir jetzt alles machen. Haben Sie jetzt ein paar Minuten? Ja, ich habe Zeit. Okay. Bei mir habe ich Ihnen schon eine Nachricht geschickt. Könnten Sie mal prüfen? Ihr Posteingang. Per E-Mail jetzt oder unten am Briefkasten? Per E-Mail, ja. Dann gucke ich da mal rein in den E-Mail. Okay. So, dann mache ich das mal auf. Von wem soll denn die E-Mail gekommen sein? Von Peter Funk. Von was? Peter Funk. Funk. Ja, genau. Okay, dann gucke ich da mal. Also das Posteingang, das lädt jetzt hier erstmal. Das dauert so ein kleines bisschen, bis das fertig geladen hat. Ja, okay. So, aber da ist noch nichts, noch kein Peter da. Ah, nee. Also ich habe jetzt hier von info@bitops.com. Nein. Lautet Ihre Adresse Gerold? Ja. Minus? Ja. Minus Stein. Ja. At. Ja. MDC. Ja. DFU. Ja. N. Ja. 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 Ja, ich habe schon geschickt. Ja, vielleicht Spam. Prüfen Sie bitte auf Spam-Ordner. Oh, wenn ich da draufklicke, das dauert aber dann sehr lange, bis der Ordner geladen ist. Okay. Oder kann ich Ihnen einfach hier sagen? Ja, ja, genau. Dann einfach mal buchstabieren, dann kann ich das hier eintippen. Ja. Öffnen Sie bitte Ihr Browser Google Mail, ja? Google Chrome. Den habe ich nicht, nein. Welche haben Sie? Ich habe den Tor-Browser. Okay. Ja. Machen Sie das auch. Ja. So, dann, dann schießen wir mal los. Ja, Golden Gate. Oh, wie schreibt man das? Golden. Buchstabieren Sie mal. G. Ein G? O. Ein U? O. Olaf. Ach, ein Olaf, ja. L. Ja. Lutz. Ja. D. Wie Deutschland. Ja. E. Ja. N. Ja.
die Norbert, ja? Ja. G. Ja. A. A. T. Thorsten. Ja, oh ja. E. Ja. S. Wie Siegfried. Ja. Golden Gate. Ja, ja, so wie die Bitch. Gut. Punkt. Ja. Global. Punkt global. Ja. Ja, das ist ja eine komische Endung. So, jetzt bin ich auf der Seite, ja, da sind so Streifchen. Wollen Sie bitte deutsche Sprache? Ja, ist schon deutsche Sprache. Ja. Okay. Und nun? Dann klick Login. Klicken Sie auf Login. Mach ich, ja. Ja. Schreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse, ja. Die schreibe ich da jetzt. Schreibe ich da jetzt rein, die E-Mail-Adresse, ja. Okay. Moment, also. Gewalt. Und dann Bindestrich und dann Stein, ja? Ja, Ihre. Ja. Diese Adresse, die Sie angegeben haben. Ja, und welches Passwort muss ich da eingeben? Da muss ich ja bestimmt 250 Euro einzahlen, ne? Also automatisch A, B, C, kleine Buchstaben. A, B, C. A, B, C, ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ja. Und da kann ich denn das Geld einzahlen? Jetzt zeige ich Ihnen alles. Weil ich würde denn da auch mit mehr anfangen, denke ich mal. Okay, jetzt klicken Sie auf Deposit. Auf Deposit, ja. Und da kann ich denn den Betrag eingeben? Und gerade hier können Sie den Betrag geben. So, warten Sie. Ah ja, jetzt habe ich hier so ein Einzahlungsding. Da muss ich dann Adresse und so. Ja. Und da gebe ich meine Kreditkarte an? Ja, gerade hier werden wir alles schreiben. Die Masterkarte dann, ne? Ja. Okay, dann mache ich das da mal. Und wie viel kann man da alles einzahlen? Ja. Weil ich würde ja... 250 sollen Sie einzahlen. Und kann man da auch mehr machen, weil dann... Ja, mit welchem Betrag möchten Sie beginnen? Na, ich dachte, mit 5.000 fange ich erstmal an. Gerade jetzt. Ja, das ist ja erstmal eine runde Summe, das ist ja noch nicht so viel. Also, hier können Sie prüfen. Amount. Sehen Sie das? Die Summe. Ich sehe nicht ganz wo. Amount. Ach, da unten, Amount. Und da trage ich dann 5.000 ein, ja? Also 5 und 3 mal die 0. Ja. Ah ja, genau. Jetzt steht da 5.000 und der Punkt kommt da von alleine. Gut. Okay. So, und jetzt Sie bitte Ihre Adresse. Na, und die CVV-Nummer brauchen Sie ja da, ne? Ja, auf der Rückseite der Karte. Ja, und das Datum ist dann 0324. Also die Kartennummer ist dann die 53274, dann die 3280 und die 824 und dann die 389. So. Genau. So, ich glaube, jetzt ist es fertig. Ja, und klicken Sie weiter auf Deposit. Ja, auf Deposit. Ja, genau. Jetzt wird ja die Transaktion, glaube ich, überprüft. Ja, genau. Scheint jetzt hier gut auszusehen, ja. Okay, und was sehen Sie jetzt? Jetzt rödelt hier so ein Kreis. Sie müssen einen Bestätigungscode bekommen. Ach so, also da kommt jetzt noch ein Code per E-Mail, den ich dann da eingeben muss. Ja, oder als SMS-Nachricht. Ach so, Sie meinen das von der Bank, ja. Da gucke ich mal. Da gucke ich mal auf meinem Telefon. So. Ach du Gott, hier mein Handy ist ja die ganze Zeit, da ist. Ist da jemand dran? Hallo? Ja, ja. Nee, irgendwie ist da. Irgendwas ist an meinem Handy komisch. Da sieht so aus, als ist da einer dran. Das ist nicht. Na egal, ich mach erstmal weiter hier. Wir wollen ja hier fertig werden. So.
So, dann. So, dann habe ich das hier. Ja, hallo? Hallo, ist da einer? Hallo? Ja, wer ist denn da? Ja, ich melde mich von der Online-Apotheke. Sie hatten ja bei uns eine Medikamente bestellt gehabt und sind ja angeliefert worden. Ach so, können Sie da noch mal eine halbe Stunde anrufen, weil ich zeige gerade Geld ein. Ja, in einer halben Stunde dann bitte nochmal, ne? Dankeschön. Hallo, Herr Stein? Ja, ich bin noch da, ja. So, ich muss mir das hier mal... So. Irgendwas klappt da nicht. Haben Sie Ihre Adresse geschrieben, ja? Ja, ich glaube, das... Aber hier steht bei dem maximalen Betrag, da ist You must enter alle Valure. Kartennummer haben Sie geschrieben, Ablaufsdatum. Das habe ich da alles reingemacht, ja. Und was passiert weiter? Na, bei Preis, da sagt er, you must enter Avalure. Also bei Amont. Amount, also die Summe müssen Sie hier einschreiben. Ja, da habe ich, ganz kleinen Moment mal. Ja, wer ist denn da? Okay. Hallo? Gut, da ist dann keiner mehr dran. So, nee, aber das geht nicht. Da geht dann immer, you must enter Avalure. Ja, hier müssen Sie die Summe einschreiben. Habe ich. So, versuchen Sie etwas kleineren Betrag schreiben, zum Beispiel 1.000. 1.000? Aber das ist ja weniger. Ja. Nee, das bleibt so. Das geht nicht. Okay, dann machen Sie einfach 250. Probiere ich das auch. Nee, da bleibt auch da. Da ist immer rot an der Stelle. Geht nicht. Ist doch kaputt an der Seite. Okay, könnten Sie bitte die Seite aktualisieren? Aber dann ist ja alles wieder weg, was ich da reingeschrieben habe. Ja, machen wir noch einmal. Na gut, dann. So, jetzt aktualisiert das alles. Ja, nun ist alles wieder weg. Ah, das kann man hier auch auf Deutsch umstellen. Ah, es ist internationale Erfahrungssystem. Ist ja. So, aber die Seite, die geht wirklich nicht. Da ist wieder unten rot bei 250. Das okay. Ist das immer das Feld mit dem Geld? Da ist immer rot. Ja. Okay. Klicken Sie auf Logout. Ja. Und jetzt kommen Sie noch einmal. Und jetzt? Auf Login. Ja. Oh, jetzt muss ich ja wieder meine E-Mail eingeben. Ja, Moment. Ja, korrekt. Wie war denn das Passwort? Kleine ABC 123. ABC 123. Ja, habe ich jetzt. Jetzt steht aber... Ach, jetzt ist hier wieder Login nicht möglich. E-Mail oder Passwort sind falsch. Prüfen Sie bitte Mailadresse und Passwort. Kleine ABC 123. Ja. Warum ist denn das da so laut bei Ihnen? Ja, wir arbeiten an der Börse, ja, deshalb ist es immer laut hier so. Ja, aber laute Musik? Ja, ist Musik doch, auch. Ja, aber es ist doch Börse und keine Diskothek. Machen Sie mal aus da. Ja, keine Diskothek, genau. Aber Musik gibt uns auch. Ja, mach mal aus. Sonst probiere ich das jetzt hier nicht weiter. Warum? Ja, weil das nervt. Mach mal aus da. So. Ja. Versuchen Sie vielleicht noch einmal, ja? Ja, mach mal aus die Musik erstmal, dann gucke ich hier weiter. Weil ich kann mich also, gar nicht konzentrieren mit der ganzen Musik also, da. Also, Moment mal bitte, jetzt werde bitte, Moment. Ja. Hallo? Ja? Ist es besser? Nein. Keine Musik? Doch.
Keine Musik bei uns. Doch, ganz viel Musik im Hintergrund. Nein, nein. Vielleicht rufe ich noch einmal an. Ja, ich höre doch die Musik. Nein, nein, bei uns keine Musik. No. Doch, ich höre die Musik. Und ich höre keine Musik. Ja, Moment, das jetzt ist ja klar. Telefoniere noch einmal. Moment mal. Nein, ich höre ja die Musik da im Hintergrund. Moment, jetzt rufe ich noch einmal an. Nee. Ja, und das war's dann auch schon. Da hat der Betrüger wohl lieber Musik gehört, als Geld zu verdienen. Naja, verdient er bei uns sowieso nichts. Ich hoffe, euch hat die Märchenstunde hier trotzdem wieder ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, wenn ihr neu hier auf unserer Seite seid. Und am besten mit Glocke, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Wenn ihr möchtet, jetzt findet ihr hier noch die Playlist mit allen anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.